Hey Leute, der Gravel, willkommen zurück zur nächsten Folge von Diablo 4. Wir sind immer noch mit dem Rogue unterwegs und wir haben das Spiel komplett abgeschlossen. Und ich wollte jetzt einfach einen Cut machen zwischen Kampagne und quasi das Endgame, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und wir sollen jetzt erstmal zu den Totengeflüstern, zu diesem komischen Baum. Weil da gibt es nämlich die ganzen, ja, wie nennt man das denn? Aktivitäten, die man machen kann, um schneller zu farmen, Gegenstände zu kriegen, bestimmte Items zu kriegen, pipapo. Und wir brauchen in Anführungszeichen mindestens Stufe 50, also ist ja nicht mehr viel, um auf Weltenstufe 3 zu kommen. Dafür müssen wir aber durch einen Dungeon durch, der ganz schön knackig ist. Und das muss theoretisch gut vorbereitet sein, daher. Was mein Plan jetzt ist, erstmal zu gucken, was jetzt hier mit dem Weltenbaum passiert. Und zweitens dann die Regionsfortschritte ein bisschen nach vorne zu pushen. Bei den zersplitterten Gipfeln haben wir schon super viel erreicht. Das hier können wir eh erst schaffen, wenn wir auf Weltenstufe 3 sind. Von daher sind die hier egal, aber zum Beispiel hier Trockensteppe, da fehlt nicht mehr viel, haben wir einen Trank mehr. Havesa ist noch ziemlich bad, da kriegen wir auch einen Trank, aber auch hier, ich will diesen Fertigkeitspunkt haben, der ist wichtig. Und bei Kejistan, da sind wir noch ganz schlecht, da kriegen wir sogar auch fast schon gleich einen Fertigkeitspunkt. Das heißt, das Goldzinn ist auch schon voll. Ich werde erst diesen Special Dungeon machen, wenn ich die Dinger hier habe. Weil erstens habe ich dann mehr Tränke. Zweitens finde ich vielleicht noch ein paar coole Items. Und drittens bin ich einfach dann auch schon Level 50 und ein bisschen besser vorbereitet, weil dieser Dungeon, dieser Final-Dungeon, den man abschließen muss auf Veteran, also auf Weltenstufe 2, ist immer, ich glaube, 3 oder 5 Stufen höher als man selbst ist. Also auch selbst wenn wir jetzt nachher hier Stufe 70 wären, wäre der dann Stufe 75 oder 73. Ich bin mir nicht ganz sicher genau. Auf jeden Fall ist der ein paar Stufen höher. So ein bisschen wie die Stützpunkte. Die sind ja in dem Fall auch immer 2 Stufen höher als man selbst, egal welche Stufe man hat. Und die sind schon manchmal recht herausfordernd. Und der Dungeon, der hat es dann wohl in sich. Und wenn man da ein bisschen falsch reingeht als Hardcore-Charakter, dann kann es ganz schnell vorbei sein. Und selbst wenn man das geschafft hat, dann gibt es ja noch Weltstufe 4, die es nochmal mehr in sich hat. Also ist die Frage, wie wir es machen. Wir hören uns jetzt einfach erstmal an, was der Baum zu sagen hat, und dann gucken wir einfach mal weiter. Willkommen, große Retterin. Ihr habt Lilith aufgehalten, Sanctuario aus den drohenden Fesseln befreit. Sicherlich ist es genau das, was ihr euch erhofft habt. Glückwunsch. Schweigt, Jämmerling. Immer so geschwätzig, Frischfleisch. Wanderin, warum seid ihr hier? Wollt ihr einen Handel eingehen? Mein Kopf bleibt, wo er ist. Ich suche nur nach einem Verbündeten. Ein Bündnis. Womöglich können wir eine Vereinbarung treffen, falls dies nicht unter eurer Würde ist. Schulden müssen bezahlt werden. Ihr könntet sie eintreiben. Ja, treibt ihre Schulden ein. Im Gegenzug verleihen wir euch Macht und Reichtum. Alles, was ihr begehrt.
In der Zwischenzeit werdet ihr zur Macht des Guten die Sanctuario von seinem Leid befreit. Weit entfernt, in der zerstörten Stadt Caldeum, leben unsere Schuldner. Dämonen wie Menschen. Tötet sie und treibt ihre Schulden ein. Die Krähe wird den Rest erledigen. Nein, ja, hier bald zig Millionen Köpfe, ey. Totenflüster. Symbole auf der Karte zeigen aktive Geflüster an und sind nur für kurze Zeit verfügbar. Jedes Flüstern gewährt beim Abschluss eine gewisse Anzahl an grausigen Gaben. Ihr könnt auf der Karte folgen, wie viele grausige Gaben ihr besitzt. Sobald die Leiste voll ist, könnt ihr zum flüsternden Baum zurückkehren und eine wertvolle Truhe. Aha. Gucken wir uns das doch gleich mal an, ne? Haben wir hier ein Dings? Ja. Er fällt in 5 Minuten. Ja, ist ja gut. Hauptsache, wir laden jetzt hier keine 5 Minuten. Ich muss die Nebenquests erstmal alle machen, ey. Läuft in 8 Minuten ab. Oh Gott, viel zu schnell. Ich mache jetzt erstmal das hier. Sanctum der Jari. Ich verfäll's nicht, wenn ich schon drin bin. Das wäre ein bisschen doof. So, dann gucken wir mal. Tötet alle Gegner, das können wir. Können wir die alle ein bisschen klumpen oder so? So, erstmal wäre schön, wenn wir hier noch Level 50 werden. Hier oben.
Easy peasy bis jetzt. Muss ich leider doch erstmal noch ein paar normale Quests machen. Ich will die hier. Noch 12 da oben. So, dann gibt es immer noch einen Endgegner scheinbar. Hallo. Ihn vor Jahrzehnten. Er war es, der meine Bewerbung für das Heiligtum ablehnte. Er nannte mich machthungrig und rücksichtslos. Das war ich auch. Diese Ablehnung war ein Geschenk. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. So, hier ist noch einer. Danke, Wanderin. Ohne euch wäre ich tot. Tötet Emeros und nehmt Schlüssel. Ja. Bitte, nehmt dies. Oh, what, Alter? Noch nicht bereit. Oh ja. Ich bin noch nicht bereit. Na gut, zwei Schreine nebeneinander, ist auch lustig. Das waren leider keine guten. Thank you.
noch lernen, ein bisschen schneller durchzurennen. Den Snoop-Gegner hier, den brauche ich eigentlich nicht. Ich bin noch nicht bereit. Verschlossen. Schlüssel her. Hotel der Mutter. Oh. Okay. Noch nicht bereit. Okay. Schießt ein Geflüster ab. Damit 10 gruselige Gaben. Okay. Jetzt erstmal raus. Gut, was ihr sammelt hier. Giftfalle. Caldeum. Also Dungeons, da braucht man wahrscheinlich ein paar mehr. So, hier ist irgendwas. Ah ja.
Ich tue eher hier lang, ne? Nebenquest. Oh, ich muss unbedingt Nebenquest erstmal auslösen. Das Wohnviertel. Und dann können wir das da oben noch machen. Okay, Sheet. So, wir machen noch den Mini-Dungeon hier und dann tschüss. Erstmal zum Baum zurück, wir sind eh voll. Und dann müssen wir erstmal ein paar Nebenquests erledigen, damit wir Sachen neu annehmen können. Kommt ein Level 14er hier hin? Das verstehe ich nicht. Muss ja komplett durchgerusht sein, oder? Hallo? Hallo? Mal
kurz rein und raus gehen. Doch nicht abgeschlossen, ne? Okay, dann machen wir erstmal Folgendes. Wir müssen ganz kurz durchgucken. Distanzwaffen brauchen wir nicht. Ultimate brauchen wir nicht. Eingefroren brauchen wir nicht. Kritische Trefferchance. Glück, Treffer, Schicklichkeit. Der hier ist gut. Leider nur ein Sockel. Aber der hat auch nur kritische Treffer. Schaden, Schaden, Schaden. Aber wir haben hier irgendwo unsere Truhe. Ja. Den nehmen wir mal auf. Schaden des Typs Kerns, ja. Der ist eigentlich auch gut. Aber hat keinen Sockel, ne? Sollte ich auch wirklich nur bei Sachen mit Sockel gucken. Das ist eigentlich wirklich nur Kacke. Wie kann ich helfen? Ruiniert nicht die ganze Arbeit. Und die können wir auch hier alle reinpacken. Der Tempel der Reue, wenn wir dahin gehen, war schneller. Ja. Okay, dann haben wir hier immer noch nicht genug Punkte gesammelt. Okay, habe ich verstanden. Aber warum auch Caldeum anfangen, ja? Ich brauche mehr Zeit. Ich noch mal überlegen, ob ich den das Preschen wegmache. So, wir haben's. Endlich. Toll, der ihn hat noch gefehlt. Gut, dann gehen wir jetzt halt zurück. Oh, ich muss mir erstmal klarkommen mit dem System hier. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kriegen wir jetzt eine richtig krasse Truhe, wo 20.000 Legendaries drin sind. Es ist getan.
Brustschutz. Kann ich hier nochmal gucken? Wir haben noch einen Ring, der gerade mal 350 hat. Machen wir mal Ringe. Labe dich, Lamm, labe dich. Achso. Okay. Das war jetzt so toll, ja. Gegen Verlangsamung haben wir nichts. Weniger Schaden durch Entfernte gegen das Schwachsinn. Schadensreduktion generell ist cool. Mit der Barriere könnten wir rüberpacken. Kritt- und Trefferschaden, Überwältigungsschaden. Ne, muss ich leider sagen. Alles mistiger Mist. Gut gemacht. Ihr habt die Welt ein wenig verbessert. Mhm. Es gibt viele wie ihn. Und es werden noch mehr kommen. Doch die Zeit drängt. Wer gefunden wird, kann auch wieder verloren gehen. Vorerst werden wir schlafen. Und sei es nur, um von dem Geplapper verschont zu sein. Okay. Quest abgeschlossen. So, diesmal müssten wir nach Kovistadt. Aber ich auch hier überall jetzt trotzdem. Okay, cool. Ich würde aber trotzdem lieber das hier machen. Cages Town, da waren wir gerade. Trockensteppe. Also wir machen jetzt erstmal noch ein paar Nebenquests. Müssen erstmal ein paar abschließen, damit wir auch wieder neue annehmen können. Dann mache ich es auf jeden Fall bis Level 50 erstmal so. Ach ja, das was für ein Glücksfund. Es war richtig, damit zu mir zu kommen. Dieser Ring schlimmer noch. Wer auch immer den Ring begehrt und ich hoffe ja doch, dass er, wenn er in euren Besitz gelangt ist, freizügig verschenkt wurde. Doch vermutlich sollte ich, ihr könnt gerne wieder vorbeikommen. Okay. Ist. War noch irgendwas, was wir gleich abgeben können? Hier können wir auch abgeben. Theoretisch können wir jetzt auch auf Weltenstufe 2 gehen, weil jetzt machen wir ja mehr Mobs auf der Welt und die würden dann mehr Erfahrung geben. Das ist, glaube ich, der bessere Call. Einfach mal behaupten. Und dann können wir auch sehen, inwieweit wir mit den schwereren Gegnern klarkommen. Ich könnte ein paar Runentafeln sammeln. Danke. Darin befinden sich das Leben ist eine. So. Machen wir jetzt wieder ein paar Quests frei. Oh, Junge.
müssen irgendwo hingehen, wo unser Ansehen nicht so hoch ist. Tötet Spinnen und Brutmutter. Wir könnten auch hier einfach zur Trockensteppe gehen. Muss auf jeden Fall noch mehr von den Wegpunkten finden, damit ich hier überall ordentlich hinkomme. Hier ist ja meilenweit gar nichts. Das ist ja nix. Ist theoretisch von hier hochreiten. EVP. Das ist natürlich auch ziemlich heikle Gegend, ne? So, machen wir jetzt hier noch irgendwas, oder? Ich glaube, ich werde erstmal wirklich alles von der Map her freischalten und wir fangen jetzt mal irgendwo an. Wir gehen jetzt erstmal wir gehen hier hin. Irgendwo müssen wir starten. Machen wir jetzt aber erstmal wieder einen Cut in die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat soweit erstmal gefallen. Wir sind jetzt kurz vor Level 50. Das ist auch nochmal so ein Meilenstein, würde ich mal behaupten. Wenn wir das geschafft haben. Und ich werde jetzt... Ach, ich wollte auf die Weltenstufe 2 schalten. Das werde ich auf jeden Fall nochmal off-stream machen. Vor der Aufnahme. Das war erstmal eine Weltenstufe hochgehen, damit wir mehr Erfahrung von den ganzen Mobs kriegen. Weil wenn wir jetzt immer hier auf der Karte unterwegs sind, werden wir, denke ich mal, ziemlich viele von denen killen und dann kriegen wir halt ein bisschen mehr Erfahrung. Und das ist momentan eigentlich nur, was zählt. Das war Erfahrung kriegen und Level steigen. Weil nur dadurch erhöht sich dann auch der Wert der Rüstung, die wir finden. Oder die Gegenstandsmacht, wie auch immer man es nennen will. So, wir machen hier aber erstmal einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, bye bye.